Jojojo, Leute, willkommen zurück zu Star Citizen. Es ist soweit. Ja, was ist soweit? Na, das Social Media Modul wurde freigegeben. Und natürlich habe ich es mir runtergeladen. 30 GB Update. Ja, aber Moment, ich drehe mich mal kurz um und zeige euch die Aussicht. Also, ich bitte euch. Alter Schalter, Verwalter. Wo kann man so eine Aussicht genießen? Für ein Pre-Alpha-Spiel und... Alter Schwede. Wie geil ist das? Eine... Conny... mit NPCs wird repariert, wird ausgeladen. Da muss einer rumlaufen, tut aber ein Päckchen raustragen. Ein Buggy. Ach, geiler Scheiß, Alter. Und wie riesig die einfach diese Map ist. Und überall fliegen Schiffe rum und... Ja. Leider kann man noch mit nichts interagieren. Und ja, es ist noch alles sehr offen, aber wenn man hier sieht, hier sitzt auch ein echter Spieler, hier steht zwar kein Name dabei, aber er ist ein echter Spieler. Alle sehen auch relativ gleich, so als ich ausgelockt, der Arsch, aber es ist echt ein echter Spieler und es kommen auch dauernd neue. Ich bin hier jetzt im Job, weil ich vermute mal, hier kann man dann Missionen annehmen. Eure ganzen Diagramme und so ablaufen. Können wir mal ein bisschen zeigen, wie detailgetreu das hier ist. Star ist im Lambda Centauri. Ja, ich führe euch jetzt in den nächsten 10 Minuten oder so ein bisschen hier durch. Durch die Umgebung. Hier ist das Custom Office. Custom Service. Entschuldigung. Aber die Grafik einfach unbeschreiblich geil. Ach, ich liebe das Spiel jetzt schon. Es ist noch nichts. Du kannst eigentlich nichts machen bei dem Spiel, aber ich liebe es. Ich liebe es. Ja, jetzt sind wir in der Innenstadt, die gut zugänglich ist, wo man auch in den Videos schon öfters gesehen hat. Wie riesig die Häuser sind. Einfach. Geh mal in die Bar. Gucken, was du in der Bar machen kannst. Es bewegt sich noch ein bisschen ruckelig. So alles. Weil es so schnell ist. Aber ich glaube, zu trinken kann man sich noch nichts bestellen. Der Barkeeper sitzt einfach nur rum. Da vorne läuft auch wieder ein echter Mensch. Hallo Mensch. Kann man tanzen? Oh, Musik haben wir auch schon. Ich weiß gar nicht, wie man tanzt. Keine Ahnung. Ja, hier gibt es Getränke. Die Getränkekarte vermute ich mal. Nein, auch das vom Startsystem. Warte mal, ich muss kurz in die Einstellungen gucken, wo man tanzen kann. K-Bindings, tanzen. Na ja, gut, das ist glaube ich noch die Flugsteuerung. Leider. Ja, gut. Egal, aber auf jeden Fall sieht das geil aus. Gibt sogar Videos. Gucken wir uns mal ein Video hier an. Fernseher könnte auch mal wieder geputzt werden. Mustangs fliegen durch die Gegend. Das ist eine... Ach, wie heißt sie? A300, glaube ich, sowas. Eine Conny. Na, das wäre witzig. Der Barkeeper. Kann ich auch irgendwie zu dir? Naja, aber guckt euch mal die Qualität an. Alter, für ein... Boah. Ich glaube, ich muss noch mehr Geld investieren in das Spiel. Momentan stehen sie bei 88 Millionen Crowdfunding. Und knapp 1 Million angemeldeter Spieler. 1 Million Dollar. Nein, 1 Million Spieler. 100 Millionen haben sie aber schon. Ja, was haben wir hier? Kann man so schlecht erkennen, mal ein bisschen schräg drauf gucken. Die verschiedenen Schiffsklassen abgebildet. Auch sehr nice. Gucken wir hier hin. Das Outlet, da kann man ein bisschen einkaufen. Mal gucken, was wir so einkaufen können. Können wir nicht. Ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Da ist noch ein Spieler. Hallo Spieler. Hat sich da einer erhängt? Oder warum hat er keinen Kopf mehr? Also er guckt nach unten. Sieht aus, als hätte er sich da erhängt. Kann ich da auch drauf? Ja, ein bisschen nach unten gucken. Alter Schwede. Oh, ich feiere das Spiel so unendlich. Dass ich das Spiel so unendlich feiere. Und wie alles sich einfach bewegt und blinkt und macht und tut.
Das Wasser will ich euch nachher sagen. Hier, guck, Wasser, hier sind Pfützen, wie sich das Zeug da drin spiegelt. Die Quiet Engine ist einfach ein geiles System, um so Sachen zu programmieren anscheinend. Kenne mich da ja nicht so aus. Kann ich da rein? Ja, kann ich rein. Astro Armada. Oh, eine P50. M50, so, M50. Kannst du, glaube ich, Schiffe kaufen hier? Mal hier interagieren? Nein, das ist nur ein Hologramm, wo sich bewegt. Sitzecke. Du verkaufst mir auch noch keine Schiffe, gell? Nein. Das ist mir auch noch keine Schiffe verkaufst. Was ist denn das? Ein Carrier? Alter Schwede. Sieht ein bisschen groß aus, ne? Für unser Outfit ein bisschen kleiner, aber. Bisschen zu groß, so. Wo kommen wir hin? War schon. Funktioniert auch noch nicht. Ah, nichts funktioniert. Oben sind da noch Sitzecken, da brauche ich jetzt auch nicht hoch. Guck mal, was man noch so erkunden kann auf dieser Map. Und. Ja, was haben wir hier hüben? Alter, das. Ja, sorry für die Ruckler, das ist halt noch so. Ich hoffe, das wird. Ja, es muss besser werden. Das ist nicht so 2-0. Achso, da kann ich noch nicht hin. Ah, Dampers Depot, da kann man sich Teile kaufen und reparieren und so Gedöns machen. Kann man da schon rein? Ja, natürlich kann man da schon rein. Das haben wir auch schon in Videos gesehen, dass es da schon Videos dafür gab. So eine Schlachterwerkstatt. Kann man mit interagieren? Ne, er sagt noch nichts. Okay. Da wird gerade eine Hornet auseinandergenommen oder repariert. Ich vermute erstmal zerlegt. Es ist einfach alles so richtig pornös aus. So richtig Ausschlachtwerkstatt. Und da ist noch ein Terminal. Denke nicht, dass ich da was machen kann. Nein. Hat das noch ein Terminal? Was macht das? Kann man nicht erkennen. Also Inventar, was es gerade so gibt. Kann man nicht erkennen, was es genauso darstellen soll. Was kann man noch gucken? Einfach dieser Ausblick, diese. Oh, geil, Alter. Geht ja einer ab! Dass der einer abgeht. Drüben kommt man noch hin. Da fliegt der Mustang. Da war noch was. Ne, da kann man auch noch die Aussicht genießen. Aber voilà, jetzt kommen wir hoch. Ups. Drüber runterfahren kann man nicht, oder? Nein. Unsichtbare Wände. Gehen wir nochmal gucken in die Krankenstation. Die habt ihr auch noch nicht gesehen. Da war ich eben mal kurz drin, bevor ich die Aufnahme angeschmissen habe. Ja, das Rennen ist ein bisschen schnell. Aber so sehen die Mitspieler aus. Oder so sehe ich auch aus. Jetzt ist es abgestürzt. Ja, so, das passiert halt, Leute. Wenn das Spiel halt noch in der Alpha ist. Nächstes Mal gibt es mehr. Und habt Spaß beim Angucken. Es wird auf jeden Fall mehr kommen. Soll ich schon, das nächste Update steht schon bereit bald. Deswegen bleibt dabei. Wir sehen uns am nächsten wieder. Und tschüss.